aufsprengen. Ups. Nee. Zumindest nicht von der Seite. Lassen wir das einfach mal. Vielleicht haben wir auch nicht die passende Ausrüstung dafür. Mir fällt sonst kein Weg da momentan ein. So, können wir hier durch. Ah, okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite wieder. War jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee. Denn da kommen wir jetzt so nicht hoch. Können wir genauso gut wieder zurückgehen. Von einem riesigen Tentakel mit irgendwas beworfen worden, was Tentakel um sich werfen. Oh, unser Flammenwerfer macht allmählich schlapp. Munition für den Tanken. Ja, gehen wir doch mal hier oben weiter. Sah irgendwie so verdächtig aus, aber... Naja, nicht alles, was verdächtig aussieht. Oh! Ist ja verdächtig und, ja, Patronengurt. Das ist eine coole Sache, gerade jetzt, wo wir über wenig Flammenwerfermunition geklagt haben, kriegen wir einen Patronengurt, der sich auch noch erweitert. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. So, jetzt ist nur die Frage... Geht's ja nicht weiter hoch. Okay, aber wir müssen da sogar von der anderen Seite ran. Jetzt weiß ich aber gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir da eigentlich hochkommen. Aber ich habe da wahrscheinlich bestimmt gerade nur was übersehen, was im Endeffekt eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit ist. Und wo ich mich jetzt einfach nur zu blöd angestellt habe. Bin ich mir ganz sicher. Aber andererseits... Scheiße, wie kommen wir da hoch? Müssen wir hier hinten nochmal mal probieren eigentlich. Das ist jetzt eigentlich so der einzige Weg, der da wirklich hinführt. So, ich lasse mal heute die Gehirne sein. Ja, geht da eigentlich nur hier hinten rein. Ah, Sekunde. Ja. Ja doch, ja, das passt. Das passt gut. Ich dachte nämlich gerade schon, kann man ja wirklich nicht hochspringen, aber ja. Gut, muss man nur einen ordentlichen Blick auf die Karte werfen, dann kriegt man das auch alles auf die Kette.
Oh. Das sieht auch wirklich jetzt aus hier wie Frankensteins Laborsaal, wo er seine Operationen durchführt. Und das sieht aus wie der Titelbildschirm hier. Oh je. Nach dem Willen von Seth rufe ich einen Gott, der ihn hier sieht und verzweifelt. Oh, wen ruft er jetzt? Oder sie? Oh, das ist doch der ägyptische Gott Horus, oder? Wenn ich mich da nicht täusche, mit diesem hundeähnlichen Gesicht. Ah. Naja, dann müssen wir ihn wohl in sein Grab zurückschicken. Den Flammenwerfermarker wohl nicht so gerne, oder? Oh was. Verbrennen ihn so ein bisschen sein Cape. Ja, hat jetzt schon so ein paar Löcher drin. Waren die eigentlich vorher oder sind die jetzt dadurch dazu gekommen, dass ich ihn da verbrannt habe? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf geachtet. Aber wäre cool, wenn das so ein Effekt wäre. Sollte ich in der Aufnahme vielleicht nochmal drauf gucken. Noch mit C4 abwerfen. Ja, und dann müssen wir den Rest mit unserer normalen Kanone erledigen. Gerollt, da kommt man dann nicht mehr so schnell da weg. Ach, Mann. Ja, gut, okay. Noch ist unsere Energie ja noch auf einem ganz guten Stand. Ja, diesmal sind wir gut ausgewichen. Muss ja auch einmal sein. Ich glaube, allzu viel verträgt er nicht mehr. Oh, vergessen zu springen. Also ist das bei Bosskämpfen, wenn man sie fast hat oder man glaubt es, dann wird man unvorsichtig, weil man nur noch auf Offensive drauf geht, ne? Ist es nicht bei allen so? Naja, wie dem auch sei, wir haben ihn platt gemacht. Ja, und das ist ja letzten Endes alles, was zählt. So, was haben wir jetzt? Im Moment sicher, alle Agenten erhalten Nachricht, aber nicht bleibt ein kritisches Ziel. Beseitigt werden sie, wer? Sie hat ihren Zorn entfesselt, startet die unberechenbare Zerstörung und Verlust des Lebens verursacht. Irgendeine abgeschnittene Funkmeldung oder so zu sein. Prodigium kann nicht scheitern. Die letzte Vertragslinie der Menschheit. Diese Verantwortung erstreckt sich auf unsere Agenten. Ich brauche nicht zu erinnern, was passiert, sollten wir scheitern. Das darf nicht passieren. Ich bin immer noch in der Lage, ihre Bewegungen zu verfolgen. Schicke ihren Standort auf dieser Frequenz. Wir müssen Hoffnung haben und entscheidend handeln. Ja, das klingt schon übel. So, wir machen jetzt mal weiter. Wir brauchen hier gleich ein bisschen Anlauf. Dann können wir nämlich auch da im vorherigen Raum die Plattform weiter oben erreichen. Sollte drin sein. Jawohl. Schön feuern und dann sind wir drüben. Sehr geil. Da wartet noch eine Statue auf uns. Da kriegen wir Horus Armschutz, Waffenleistung erhöht. Das hört man doch immer gerne. Vor allen Dingen, wenn man mehr Schaden machen kann. Nimmt man doch gerne mit sowas. So, jetzt ist es hier auch voller Zombies, aber für uns überhaupt kein Problem. Ja, ich würde mal sonst so langsam aber sicher sagen, was ich vorhin schon erwähnt habe.
erwähnt hatte, nämlich, dass wir so langsam, oder ich so langsam sicher mal, denke ich, einen kleinen Break einlegen werde. Wunderschönes Büro hier überhaupt übrigens im Hintergrund. Sieht sogar ziemlich zivilisiert aus. So, aber super, auch noch ein Gesundheitspaket. Das nehme ich auch noch gerne mit. Okay, da geht's noch weiter runter. Da sind wir aber schon gewesen, da kommen wir ja ohne unsere Schwimmausrüstung nicht mehr wirklich weiter. Von daher können wir dann jetzt auch hier oben weitergehen. Manchmal bin ich irgendwie einfach zu faul, Sachen zu wechseln. Auch wenn der Flammenwerfer bei diesem komischen Skelett Feuerviechern nicht die effektivste Waffe ist, sondern die davon ziemlich viel Munition schlucken. Ich hätte eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt, das weiß ich noch von früher, eigentlich noch eine andere Waffe haben müssen. Ich glaube, die habe ich aber irgendwo übersehen, mit der man diese Skelette da wesentlich einfacher ausschalten kann. Die habe ich echt vorhin wohl liegen lassen. Aber gut, ist auch nicht weiter tragisch. So, jetzt geht hier langsam sicher die Munition flöten. Bei beiden Extrawaffen. Oh shit. Ja, das hat sich gelohnt. Aber so ganz vollkommen hat sich das gelohnt. Sollte nicht das Ding sein, außer wenn da oben noch mehr von diesen nervigen Viechern ihr Unwesen treiben. So. Ah. Ja, ich hätte mich jetzt gewundert, wenn da so einfach ein Relikt zu finden gewesen wäre. Ja, klasse, das musste ja passieren. So, oh ja, da ist ein Relikt. Das holen wir uns auch noch. Das wäre Nummer 14. Und ich glaube, jetzt kommen wir gleich in ein Gebiet mit einem der coolsten Tracks aus diesem Spiel. Und überhaupt. Ja. Oh Mann, ey, die Musik hier. Das war auch eins der schwierigsten Gebiete. Weiß gerade nicht jetzt. Ich guck mal kurz rechts. Ich glaube, da ist aber auch ein längerer Weg. Verbrennen wir mal ein paar Mumien. Warum auch nicht? So, gehen wir einfach mal hier lang. Ich werde jetzt, denke ich mal, noch mal kurz nach einer Speicherstation gucken. Okay, wir können sonst noch versuchen, da oben ranzukommen. Das ist mit ein bisschen Anlauf zu schaffen. Oh ja, einen schönen Patronengurt abkassiert. Der füllt unsere Munition erstmal gut wieder nach. Und doch das offene Waffenlager natürlich noch umso besser. Hätte ja fast nicht besser kommen können. Speicherpunkt gewesen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Früher oder später werden wir schon mal anfangen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir unter Zeitdruck stehen.
Ah, okay. Was ich jetzt gerade nicht über da so hinkommen können. Ah, doch, ich weiß es schon, aber uns fehlt die Ausrüstung dafür. Ja gut, egal. Mit Sicherheit noch ein andermal. So, da geht's runter, da geht's hoch. Okay, ja, da ist eine Speicherstation, das passt gut. Dann, würde ich mal jetzt sagen, dass wir an dieser Stelle fürs erste Mal einen kleinen Break einlegen und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und fürs Interesse und alles andere und sage dann an dieser Stelle, wie immer, wer das kennt, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.